Vorwort zur Heryakanda Shaptashati von Vishnu Datta Shastriji, das Erscheinen der göttlichen Mutter von Heryakanda. Am 25. Mai 1969, einen Monat bevor mein höchst verehrungswürdiger göttlicher Guru Sri Mahendra Maharaj seinen Körper verließ, forderte er mich mit zwei Telegrammen an meinem Wohnort Rajgarh, Rajasthan auf, nach Vrindavan zu kommen. Als ich ihm begegnete, sagte er: Bruder Vishnu, wenn der Herr in meiner Abwesenheit erscheinen sollte, wird dir dieses Mantra helfen, ihn zu erkennen. Soweit ich weiß, ist dieses Mantra außer dem Herrn und mir niemandem bekannt. Bezieht sich auf Babajis letzte Inkarnation. Ja? Da hat er ihm dieses Mantra gegeben und dann hat er seinen Körper verlassen und angekündigt, dass wenn er wiederkommt, er durch dieses Mantra erkannt wird. Kurzer Einwurf von mir. Es ist ein Mahamantra und wurde mir von ihm selbst in Siddha Ashram gegeben. Es kommt von seinen eigenen göttlichen Lippen und ist eine einzigartige Kostbarkeit für viele Leben. Als er dies sprach, lächelte der höchst verehrungswürdige göttliche Meister und berührte dreimal meinen Kopf mit seiner Lotushand. Wie überwältigt war ich, als ich dann im Februar 1971 zu Sri Heryakanda Bhagwan in Sambhasada Shiva Kunya in Vrindavan kam und dasselbe Mantra Wort für Wort von den Lippen des Herrn selbst hörte. Damit ist Babaji gemeint. Mein Herz zersprang vor Freude und meine Seele zerfloss in eine Meer voll Glückseligkeit. Mein Körper fühlte sich erhoben und meine Stimme versagte. Dann leuchtete in mir die Erkenntnis auf, dass er das höchste absolute Göttliche ist, verehrt von meinem geliebten göttlichen Meister, dass er das unsterbliche Wesen vom Anbeginn aller Zeiten ist, unzerstörbar jenseits aller Wahrnehmung, der Herr Narayana, der in Heryakanda weilt. Am selben Vormittag traf ich in Sambhasada Shiva Kunya meinem alten Freund Sri Vora aus Bombay, der wie ich Schüler von Sri Mahendra Maharaj war. Kaum sah ich ihn, erzählte er mir: Shastriji, vor einigen Tagen hatte ich einen göttlichen Traum. Mir erschien ein junges Mädchen von ziemlich heller Hautfarbe. Ihre Haare fielen nach hinten über ihre Schultern, ihre Stirn strahlte und ihre Augen waren sehr groß. Auf meine Frage nach ihrer Identität antwortete sie: Ich bin Heryakandeshwari. Auf meine weiteren Fragen entgegnete sie nur: Suche mich. Nachdem mir mein Freund diese Episode erzählt hatte, fragte er mich: Kannst du mir etwas über Heryakandeshwari sagen? Sofort zog ich mein Manuskript der Sri Heryakandeshwari Shaptashati aus der Tasche und erwiderte: Das sind die 700 Verse, die ich zu Ehren der göttlichen Mutter von Heryakanda geschrieben habe. Als ich sie unserem göttlichen Guru überreichte, legte er das Buch auf seinen Kopf und begann zu tanzen mit den Worten: Ich bin nur eine Krähe und bin dieser wunderbaren Schrift nicht wert. Sollte der Schwan noch zu deinen Lebzeiten kommen, dann gib sie ihm. Der Schwan, damit ist Babaji gemeint. Heute gehen seine Segnung und sein Auftrag in Erfüllung, wenn ich dieses Buch dem Herrn von Heryakanda zeigen werde. Als er mein Manuskript und damit die unmittelbare Antwort auf seine Frage sah, war Herr Vora außer sich vor Freude. Unser Herr ließ dann durch K.D. Tripathi aus Vrindavan ein Gemälde der göttlichen Mutter anfertigen, wobei er selbst jedes Detail der Ausführung bestimmte. Und dieses Gemälde habt ihr anfangs hier bei mir auf dem Kanal gesehen. Das war dieses schöne Mädchen, welches im Lotussitz dort saß, und ich werde es bald wieder als Hintergrundbild schalten. Das ist die Heryakanda, Heryakandeshwari Mata, so wie sie diesem Herrn im Traum erschienen ist. Die oben geschilderten Ereignisse sind Ausdruck der Gnade der höchsten Gottheit, der göttlichen Mutter von Heryakanda und der wunderbaren göttlichen Erscheinung Shivas als dem Herrn von Heryakanda. Vorwort geschrieben von Vishnu Datta Shastriji, unserem verehrten Shastriji. Er hat vor einiger Zeit seinen Körper verlassen, aber ich bin mir sicher, er wird bei seinem Geliebten Babaji sein. Om Namah Shivaya. Ich mache weiter mit dem Vorwort gesprochen von Babaji.